Herzlich willkommen zu einem Video. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, gibt es ein Video mit Fanta. Teil 1 steht da ja noch. Weil ich werde ein Teil 2 mit Pepsi machen. Und ja, ich habe hier Fanta schon gesattelt. Und da steht das Putzzeug. Und Leute, fragt mich, dass das Halfter so komisch zugemacht ist. Das ist hier, das ist ein bisschen fester ist und dass das nicht so dran poltert, weil sonst. Also so. Und. Wenn ich das abmache, hier. Und das ist ja auch nicht so richtig gut, weil dann kann da so das Holz ein bisschen bruckeln, glaube ich. Also eigentlich nicht, dass es Schwachsinn, aber sonst ist das immer so komisch laut, wenn sie ihren Kopf bewegt. Und deswegen mache ich sie jetzt immer hier dran. Und der Nasenring ist extremst zu groß, also passt noch eine Faust rein. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll, verkleinert ist er ja schon. Ich muss den wahrscheinlich nochmal verkleinern. Aber ja, ich trenne sie jetzt erstmal auf. Übrigens, wir gehen ausreiten, wollte ich noch schnell sagen. So als Info, ne? So Leute, ich habe hier noch eine Dressurkette mal gemacht. Und die hat hier vorne, also hier hinten am Griff, hat sie so einen Edelstein. Den habe ich von Lina mal bekommen. Ich habe hier mit Rainbow-Wolle. Hat sie dann hier noch so Glitzer. Deshalb hier noch nicht bemalt, muss ich noch bemalen, weil hier ist ja noch dreckig. Hier ist nochmal Glitzer, hier nochmal und da ist eine Dressurgerte. Und Fanta ist jetzt fertig. Übrigens, eigentlich sitzt die Transe so im Auge. Also, wenn man es genau nimmt, so. Hier habe ich schon probiert, den Stirnriemen hoch zu machen, weiter hoch. Hat aber nicht so richtig geklappt, aber der saß davor hier, so ein bisschen hat es geklappt. Hier habe ich noch gar nicht gemacht, aber naja, wir gehen ausreiten und ich packe jetzt mal die Gerte hier und ich stelle jetzt mal auf und habe jetzt Aufstiegshilfe, wie ich es immer sage, obwohl es keine Aufstiegshilfe ist, also für mich schon, aber keine echte. Übrigens wollte ich noch schnell was sagen, wenn ich mal in den Steigbügel bekommen würde. Achso, danke. Ich kriege noch ein drittes Holzpferd. Es wird ein hellbrauner sein. Der steht übrigens die andere Stelle. Ja, ich reite jetzt los. Es wird ein hellbrauner sein. Es wird ein Hengst sein. Ausbildung ist Vielseitigkeit, beziehungsweise auch Disziplin, was er macht. Ich fand halt ein Loch, also bitte das ignorieren. So. Ja. Und vielleicht wird es dann auch größer als Pepsi sein. I don't know. Und vielleicht kriege ich zu Ostern noch einen echten Sattel in hellbraun. Ja. I don't know, ob ich den bekomme, hoffentlich. Weil ich finde den so schön. Aber da muss ich noch eine hellbraune Mini-Chetty drin finden, ne? Und ohne Gebiss, das wird schwierig. Weil meine Pferde haben keine Einschnitte im Mund. Weil ich finde das einfach nicht so schön. Vielleicht bekommt das eins, aber dann sind die Gebisse immer so groß und so. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Wenn ich eine hellbraune Trense habe, die genau. Also was heißt hellbraun? Das ist eigentlich dunkelbraun, der Sattel. Aber es sieht auf den Bildern hellbraun aus. Aber naja, eigentlich ist er dunkelbraun. Wenn ich. Oh mein Gott, die Gerte. Wenn ich auf die. Also wenn ich eine hellbraune Mini-Chetty-Trense finde, auch wenn die mit Gebiss ist. Was, wenn ich eine dunkelbraune Mini-Trense finde, so wollte ich sagen, und die trotzdem mit Gebiss ist, werde ich trotzdem kaufen wollen, weil ich finde das einfach viel, viel besser, weil ich mag es nicht so, wenn der Sattel, also hier bei denen ist es jetzt nicht so, wenn der Sattel zum Beispiel hellbraun ist oder braun oder dunkelbraun ist und die Trense dann schwarz. Ich mag das nicht. Hier passt es ja einigermaßen, weil hier ist ja schwarzer Rand und schwarzer Griff und so. Und bei Pepsi ist ja auch so. Aber ich finde das einfach nicht schön, wenn das so bei so ein echter Sattel ist, der dunkelbraun ist. Und dann vielleicht schwarze Trense. Das finde ich einfach nicht schön. Ja. Und den Sattel, mein Papa hat einen Freund, der hatte mal Pferd, glaube ich. Weiß nicht, ob der Pferde hatte oder einfach nur so den Sattel hat. Und der hat einen Sattel halb, in dunkelbraun und das
für 120 Euro, 130 Euro. Ich weiß gar nicht, ob das ein guter Deal ist. Selbst schon viel Geld, aber ich hoffe, ich bekomme den zu Ostern. Ja, aber ist ja auch egal. Ich wollte nur euch sagen, dass ich ein drittes Halsschild bekomme. Ja. Und ja, wir traben jetzt mal gleich an. So. Oh mein Gott, sie ist die Züge. Oh mein Gott, wartet. Leute, ich habe euch hier. Muss ich immer locker lassen, weil warte, von da stehe. Aber wenn ich ziehe, so. A, könnten die Dinger hier abreißen, weil das nicht dick ist. Und B, sieht scheiße aus. Sorry für die Begriffe, aber trotzdem. Boah, Fanta hat gerade nicht. Fanta! Ich nehme euch kurz mal nicht mit. Die hat gerade so einen schnell den Trab. So, jetzt dran. Richtig schön. Okay, nein, ich halte mich mal hier am Griff fest, weil die ist gerade wieder zu schnell. Fanta. Okay, jetzt kann ich wieder so. Als ich die irgendwas umsetzen, so, jetzt. Ja, und wir sind jetzt fast schon da auf der Galoppstrecke, wo wir hinwollen. Und wir sehen uns wieder beim Galoppieren. Galopp, Fanta. Boah, Fanta. Nein. Ich hatte mich hier auch gerade am Griff fest, weil die wieder so schnell ist. Du standest doch heute den ganzen Tag schon auf der Koppel. Brrrt. Manche machen ja so leicht Rad, dass die sich so richtig auf den Pferderücken schmeißen. Es ist ja auch nicht gut für die Pferde. Für die Holzpferde ist es zwar nicht so schlimm, aber ja. Jetzt auch aus, weil ich aussitzen bei den Holzpferden mehr mag. Beim echten Reiten mag ich aber Leichtraben mehr. Galopp. Weil Leichtraben ist halt bequemer. Okay, Schere, von da. So, und wir sehen uns wieder, wenn wir zu Hause sind. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Die ist ja eigentlich lieb, die bleibt auch stehen, nur im Gelände spackt die halt immer richtig ab. So, ich trage kurz das vor. Oh mein Gott, mit einer Hand, das ist voll schwierig. So. Und, ja. Hand ist jetzt abgesattelt. Und ich kratze jetzt noch schnell ohne euch die Hose aus. Und putz noch mal einmal mit der Wurzelbürste drüber. So. Und jetzt kriegt sie gleich noch Hufe drauf. Aber ohne euch auch alles, weil ich will nicht, dass das Video länger wird als 10 Minuten. Und ja, jetzt mache ich erstmal alles noch schnell ohne euch. Ich schrubbe jetzt noch die Hufe, mache dann Hufe drauf, putze dann noch mal mit der Wurzelbürste drüber, dann spring mit euch Bleedspray ein, weil ich glaube, das ist interessanter. So, ich stecke jetzt den Dings wieder zurück. Und das auch. Und ja. Hat sie heute mega gut gemacht, nur dass es sehr, sehr still war. Aber als ich dann die Kamera ausgemacht habe, dann ging's. Ja, ich sage euch schnell, was mit Pepsi ich heute mache noch. Weil vielleicht kann ich das. Ach, egal, ich sag's mir einfach. Ich mach kurz hier den Sprühkopf so. Ich spiel das ein, okay. Und zwar werde ich mit Pepsi einfach nur spazieren gehen, weil er gestern hartes Training hatte. Was heißt hartes? Es war kein richtig hartes. Ich fand da immer von hier ein, weil es nicht so mag und ich bin für eins gespült werden. Aber morgen früh und heute Abend in der Box sind die Fliegen immer extremst bei uns. Also abends geht es eigentlich, aber morgens. Deshalb immer so, und der Stalldienst sprüht meine Pferde auch immer mit Inspiration ein. Ja. Die Putzbox bringe ich auch weg, weil ich, wie gesagt, nur mit Pepsi spazieren gehe.
Weil der hatte heute schon, also gestern war ich mit Fanta nur spazieren und mit Pepsi ausreiten. Gestern war eine Stunde oder zwei Stunden richtig schönes Wetter, danach war richtig doofes Wetter. Übrigens habe ich Pepsis Halfter das Fell abgemacht. Hier ist das viel zu lang, aber ich lasse es jetzt einfach so, falls das Tequila dann gehört, dann muss ich mir nochmal ein neues Halfter kaufen. Aber egal. Und hier hat nochmal eine Gerte. Und zwar ist das eine Springgerte. Und zwar hat sie so einen richtig geilen Griff aus der Teddywolle. Hat hier oben sowas von Lina. Ja, dann hat sie einmal eine Reihe Gold. Ist auch noch nicht bemalt. Und hier nochmal eine Reihe Gold und ein Klaps, weil es eine Springgerte ist. Die ist hauptsächlich für Pepsi, aber kann Fanta natürlich auch nehmen, wenn ich mit ihr springe. Jo, und ja. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und eine Daumen. Würde mich aber sehr freuen. Und tschüss, bis zum nächsten Video.